Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Und wir warten derzeit auf neuen Besuch, neue Quests. Wir haben ja eigentlich so den Großteil schon geschafft. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass man Wolken bewegen kann. Ich habe es mir immer zu schwer gemacht. Ja. Ich liebe es, wenn alles schnell geht. Ich würde am liebsten Dauerregen haben. Noch regnet es, noch können wir das ausnutzen. Jetzt nicht mehr. Gut. Ein Versuch wert. So, kochen wir wieder ein bisschen was. Wir brauchen nämlich Brot. Jede Menge Brot. Sehr gut. Ja, du hast auch was geschafft. Die Brunnen sind wieder gefüllt. Alles perfekt. So wünscht man sich das doch. So, wir brauchen Fliegenpilze, ja? Wenn ich das richtig sehe. Da kommt der Halunke doch. Bring mir den köstlichen Mais. Pop, pop, pop. Ich liebe dieses Geräusch. 180 Erfahrung. Aha. Na gut, dann muss ich warten, bis er wieder kommt. Aber der Auftrag ist auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Ich kann noch mal ein bisschen Stein farmen. Und überlegen, wie ich das Stein aus der Mine bekomme. Irgendwas wollte ich doch mit dem Schleim machen, ne? Was wollte ich mit dem Schleim machen? Alkohol. Um die Fackel zu machen, aber da habe ich Alkohol gekauft, ne? Ah gut. Das ist ein bisschen kacke. Aber egal. So, Pilzjagd. Wir brauchen Pilze, Fliegenpilze im besten Falle. Da hinter dem Wasser. Also ich muss sagen, ich spiele jetzt das Spiel schon ein bisschen. Die hätten mehr draus machen können. Es ist in Ordnung. Das Spiel ist in Ordnung. Es macht Spaß. Das ist ja das Wichtigste an einem Spiel, dass es auch Spaß macht. Aber da hätte man, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr rausholen können. So ein bisschen mehr Wirtschaft. Es ist halt auch so kindlich angehaucht. Man könnte meinen, es ist mehr für Kinder gemacht. Ich meine, auch Erwachsene möchten spielen. So. Irgendwo ist hier noch ein Pilz. Was hat es mit diesem Kristall auf sich? Ja, der ist schon direkt bei meinen Feldern. Ich sehe den Tölpel doch. Gib mir den Stab. Nimm die Magie. Und mein Feld brennt, oder? Ja. War vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht nicht, Freunde. Vielleicht nicht. Geil. Ja. Jetzt rauche ich auch noch. Verwirrung. Geil. Ich treffe nicht mehr. Mir geht einer ab. Was ein Kack. Verwirrung, ja. Ich habe vor Verwirrung, habe ich mein Feld angezündet. Aber zum Glück war es nur das Feld hier. Bin ja noch erschöpft. Was ist mit diesem Spinnending? Das kam jetzt ewig nicht mehr. Wir können nicht damit anfangen mit so einem scheiß Spinnending und dann nichts mehr machen. So. Essen wir erstmal was. Kann ich theoretisch Popcorn machen? Ich probier's. Meint, wäre doch cool, wenn man so Popcorn kriegt, oder? Okay. Na, ich sammle ein bisschen Stein, bis der nächste Besuch kommt für eine Quest. Habe ich noch eine Quest? Nö.
Oh, wir haben Besuch. Aber leider nicht der, den ich erwartet habe. Oh, doch. Bist du bereit? Ja. Wofür? Abenteuer zu erleben. Natürlich, ich freue mich schon auf die Reise in deinem Raumschiff. Okay, aber lass uns zuerst etwas Essen für die Reise vorbereiten. Ich bringe dir das Rezept für Entdecker-Sandwiches bei. Ich mache eins für dich und eins für mich. Sei nicht so nett, ist ekelhaft. Okidokli, ja, jetzt geht's wenigstens voran, ey. So, Timer wieder starten. Küche. Käse. Muss ich einen Käse hernehmen? Ernsthaft? Käse? So. Dann sehen wir noch ein bisschen von dem. Habe ich jetzt mehrere Riesenkürbisse bekommen oder nur einen? Einen, naja, gut. Ist halt so. Level up. So, was ist denn fertig geworden? Mais. Ich meine Weizen. Nicht Mais. So. Gleich mal direkt Neues reingemacht. Und wir haben ein Level up. Nutzen wir doch gleich aus. So, Beweglichkeit erhöht die Geschwindigkeit und die Ausdauer erhöht die Lebenspunkte und verändert Zustände. Ja, komm, Lebenspunkte. Kann ja nicht schaden, ne? Gleich nach dem Aufwachen, Feinde. Geil. Das wünscht man sich doch. 66 Schaden, der Teufel, ey. Der macht mehr Schaden als ich. Und der trifft auch jedes Mal. Und ich alle dreimal vielleicht. Gebt mir Honig! Was ist denn los mit euch? Komische Bienen seid ihr. Hast du gerade mal Feuer ausgemacht? Finde ich nicht so geil. Wo willst du hin, ne? Erstmal Feuer ausmachen und dann abhauen, ja? Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Dompteur. Ich glaube nicht, dass es hier Honig gibt. Na gut. Aber wir können zurück in die Mine. Die Chance sollten wir entgegennehmen. Besuch. Da kommt alles auf einmal, ey. Du hast keinen Käse, oder? Das Metall kaufe ich dir gerne ab. Ich gebe dir ein bisschen Stein ab. Seltsamerweise habe ich immer Stein. Ich weiß nicht warum. So, habe ich das gekauft? Nein. So, hau rein. Ah, ich muss mit ihm sprechen wegen neuen Auftrag. Klar, logisch. Es gibt so viele Geschichten, Moment. Das letzte Mal habe ich es hier irgendwo gesehen. Wo ist es? Ah, da. Das ist ein verstaubtes altes Buch. Es ist eine sehr alte Geschichte, die aber sehr wertvoll ist. Eine Geschichte über Prinzen und Kleinplaneten. Ich würde sie gerne lesen. Klar, du kannst sie haben, aber nicht umsonst. Was möchtest du denn dafür? Ich habe seit einigen Tagen Rückenschmerzen. Das Altar. Das Altar. Das Altar. Ich schleppe das Altar mit mir rum. Das Altar nimmt mich mit. Soll ich dich massieren? Nein, danke. Ich vertraue auf Zaubertränke. Bring mir drei Gänseblümchensamen und zwei Insektenflügel. In Ordnung, ich hole dir die Zutaten. Woher soll ich die Gänseblümchen-Scheiße herbekommen? Sind das in den Minen nicht Gänseblümchen? Weil die konnte ich nicht ernten, oder? Oder? Erstmal muss ich die Mine wiederfinden. Das ist ja überhaupt das Schwerste an der ganzen Nummer hier, ne? Die Mine finden.
bin so dumm, die war doch hier. So schrecklich die Navigation hier. So. Natürlich habe ich kein Feuer. Hey, wieso sollte ich Feuer haben? Und jetzt ist er weg. Geil. Gänseblümchensamen. Ihr habt nicht eine. Wieso soll ich denn das hernehmen? Der hat man doch ins Hirn geschissen, dem Typen, hey. Gib mir doch wenigstens eine, damit ich mehr produzieren kann. So. Ach, nur einer. Na gut. Ich will es nicht zerstören, ich will es anzünden. Und dann will ich mir eine Fackel anzünden. Dann gehe ich da nämlich rein, ne? Ja, das sind auch Pilze. Wo soll ich den Schüssel denn hernehmen? Ich kann nicht zaubern. Oh. Schlechtes Timing, den Zauberstab rauszuholen. Na gut, wir müssen ja noch immer noch auf den Käse warten, ne? Aber ich brauche zwei Käse. Dafür brauchen wir den Koch. Und der ist gerade erst weg. Geil. Einfach geil. Ne, ich glaube, es ist Zeit zum Ernten, ne? Ja. Können wir auch gleich mal ein bisschen wieder was kochen. So, der Mais ist fertig. Den werden wir gleich erstmal schön abfackeln. Gucken, ob Popcorn draus wird. Blitz? Verdammt. Verdammt. Wurde ich getroffen? Hey! Ich wollte, dass der Altar... Ich weiß nicht warum, aber das ist logisch, dass der irgendwie da einschlagen sollte. Blitz? Hab's geschafft? Ach, jetzt blitzt doch mal da rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein! Ich heule gleich. Lass mich doch in Ruhe! Schon wieder die gigantischen Bienen. Gib mir Käse! Ich weiß, dass du Käse produzierst. Bienen machen nichts anderes den ganzen Tag als Käse zu produzieren. Hundertprozentig, habe ich in der Doku geguckt. Oder was, Honig? Ist mir egal. Gib mir Käse. Käsemann! Komm, ich schlag dich mal wieder richtig schön gegen den Stein. Na, dann halt nicht. Oh! Komm hierher, komm. Mach mal Platz. Was willst du denn heute haben? Der Haken ist auch nicht schlecht. Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Für etwas Metall transportiere ich sie in meinem Raumschiff. Wie viel Holz könntest du mir besorgen? Holz? Wofür brauchst du es? Wir bauen ein neues Piratenschiff, ein Schiff, das im Wasser schwimmen kann. So etwas gab es bisher noch nicht. Wir werden alle Ozeane beherrschen. Aber wir brauchen viel Holz. Ich verstehe, ich habe einige Bäume und könnte mehr anpflanzen. 30 Holzstümpfe reichen das aus? Ja, aber wir brauchen sie schnell. Mit so einer kleinen Axt dauert es zu lange. Ich bringe dir bei, wie man eine Piratenaxt herstellt. Oh, danke. Aber flott, verschwinden wir keine Zeit mehr.
Ja, Axt. So, verkaufen. Magst du immer noch Steine? Nimm's. Nimm alles. So, und wie kann ich ihn jetzt dafür bezahlen, dass er mir die Mine leer räumt? Das Metall ist immer gern gesehen. Na gut. Dann brauchen wir jetzt eine neue Axt. Das ist schon mal ganz gut. Ach ja, ich vergaß. So, und nun verbrennen wir mit Absicht dieses Feld. Geht nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. Gut, aber wir brauchen Beweis, damit wir mehr Brot produzieren können für uns. So, hier wächst noch ein Pilz irgendwie mit drin. Genau, wie der da hinkommt. Und Axt. Da, bessere Axt, Freunde, bessere Axt. Und Käse, wir brauchen zwei Käse. Den Rest haben wir, ne? Na gut. Nur zwei Schläge. Vorher waren es drei. Mit der nächsten Axt ist es wahrscheinlich noch einer. Sind wir schon mal effizienter, sehr schön. Bis zum nächsten Mal haben wir die 30 locker drin. Die kann er haben. Keine Ahnung, das mit dem Zaun ist mir gerade so im Gedanken rumgeschwirrt. Man braucht hier eigentlich keinen Zaun. Ich meine, gut, mir ist jetzt einmal der Weizen abgefackelt, weil ich aus Versehen da mal was raufgesteuert habe. Aber ganz ehrlich, der Zaun, der ist nutzlos. Der ist, ich meine, zur Verschönerung, klar, logisch, aber. Der ist auch so scheiße zu platzieren, dass es einfach keinen Spaß macht, den zu platzieren. Deswegen werde ich ihn auch noch nicht zu Ende bauen. Wir werden einfach dieses Stückchen, was wir da haben, behalten und uns dann Keks freuen. Ich werde jetzt hier alle Häuser, Hölzer mal abfällen und dann. Wir haben ja Zeit, bis der nächste Typ kommt. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir hier direkt neue haben. Dann habe ich ordentlich Holz und muss nicht mehr rumweinen, wenn mir Holz fehlt. Und zeitgleich. Können wir ihm die 30 Holz geben, die er haben möchte? Meinetwegen kann er sie haben. Also für mich persönlich, vom Gefühl her, muss ich sagen, das fühlt sich alles noch nach Tutorial an, muss ich sagen. Es fühlt sich einfach nach Tutorial an. Einfach nur, weil wir Missionen machen, um bessere Sachen zu bekommen. Das heißt, es gibt hier eigentlich keinen freien Spielmodus. Um voranzukommen, kannst du nicht irgendwas verdienen oder so. Nein. Du musst tatsächlich Mission machen. So irgendwie skurril ist. Und ich muss eh gleich ins Bett. Ein einziger Feind? Eine so eine billige Biene, die ich nicht mehr treffen kann? Weil die OP ist! Dreimal verfehlt, ey. Dreimal. Das war der härteste Boss aller Zeiten. So, wo ich die Samen herbekomme, weiß ich immer noch nicht. Ich hoffe, dass mir der eine Verkäufer da, der Essenstypi da, ein bisschen was organisieren kann. Aber ach, Meteoriten. Ansonsten weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Hoffen, dass da irgendwann mal ein Gänseblümchen rauskommt bei. Du schon wieder? Gibt es nicht eine Reihenfolge? Ich finde den Haken einfach so cool.
Warum ist dieses Schiff kleiner als du? Hier ist dein Holz. Das ist genug. Damit können wir das Deck fertigstellen. Bald können wir loslegen. Über das Wasser. Das gab es noch nie, Kleiner. Noch nie! Ey, geh doch nicht weg. Ich wollte noch Sachen kaufen. Danke für nix. Ah, ich bin zu erschöpft, war ja klar. So, jetzt haben wir Holz ohne Ende, wir haben Kristalle ohne Ende, wir Steine habe ich alle verkauft. Eisen ja schnell hin. Oh. Bin zu kriegen, mein Prinz! Die Hoffnung war groß, die Enttäuschung noch größer. Ist ja nichts passiert. Ich will nichts herstellen. Irgendwie kommen wir nicht voran, ne? Mit diesem Text. Das Problem, glaube ich, ist bei diesem Text, er baut am Anfang Spannung auf. Da steht dann du. Dann in kürzester Zeit steht da was anderes. Und dann wartest du halt ewig darauf, dass da noch so eine Nachricht kommt. Aber es kommt einfach nichts. Dann denkst du einfach nur, hä, was soll denn das? Hat er jetzt eigentlich den Stein weggeräumt? Ich meine, er hat es mir angeboten, aber ich konnte nichts dazu sagen. Also hier ist die leer. Hier ist die leer. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn der kommt, räumt er das für mich weg. Wenn ich sein Eisen kaufe oder was? Oder wenn er Eisen dafür kriegt? Ich weiß es nicht. Ist leer. Ach ja. Zum Glück haben wir Feuer ohne Ende. So, oh Gott, ich hab den Timer pausiert und nicht wieder gestartet. Geilo, wie spät ist das jetzt? Ach gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Unmöglich. Ah. Na gut, jetzt können wir wieder warten, bis der Tölpel kommt. Geil. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag zu warten. Ich möchte gerne. Was wollte ich jetzt machen? In der Küche, ne? Ja, Brot herstellen. Oh, wir haben kein Öl mehr. Jetzt haben wir Weizen ohne Ende, aber kein Brot. Kein Öl. Aber ich brauche eh für die Sandwiches, ne? Dann machen wir uns ein bisschen Kuchen. So. Essen ohne Ende. Yeah! Mach es schön feucht. Das mögen die Pflanzen. So, ich brauche auf jeden Fall den Koch, Leute. Ich brauche den Koch als nächstes. Wenn der Koch nicht kommt, dann bin ich am Arsch. Ich brauche den Käse. Wie oft denn noch? Wie oft denn noch? Immer wieder ein Bienchen. Spielverderber. Genauso. Warum ist das kein Monster? Das ist eine arme Biene, weißt du? Die ist voll am Arbeiten. Will sich da ein paar Blumen durch die Nase reinziehen und dann komme ich daher mit einem Hammer und töte sie einfach. Ey, meine. Was ist voll gemein. Auf diesem Planeten dürfen einfach keine Tiere existieren. Von wegen, ich bin der Gute. Am Arsch. Ich bin wahrscheinlich das böse kleine Kind, was hier alle kleinen Tiere zerquetscht, weswegen kein Leben existieren kann. Und dieses Mal, wenn irgendwie Leben existiert, dann komme ich daher und mache es kaputt. Ah, der Koch. Auf dich habe ich doch gehofft. Was wollte ich hier pflanzen? Ach, Sonnenblumen. Habe ich ja gar nicht. Machen wir ein bisschen Mais. So, Mr. Koch. Gib mir Käse.
Wie ich sehe, hast du eine Küche zu deinem Haus hinzugefügt. Gut gemacht. Jetzt kann ich dir beibringen, wie man meine Gerichte zubereitet. Süß oder herzhaft? Süß. Okay, ich habe ein besonderes Rezept. Aber zuerst musst du mir diese Zutaten besorgen. 3 Limatsch und 2 Insektenflügel. Und das soll essbar sein? Nur wenn man weiß, wie man es kochen muss. Hab ich. Aber erstmal kaufe ich Käse. Gib mir all deinen Käse. So. Für den Fall der Fälle, dass ich mal Milch brauche, Milch. Ich glaube, sonst habe ich hier alles, ne? Der hat aber keine Gänseblümchen. Wo zur Hölle soll ich die Gänseblümchen hernehmen? Köstlicher Wackelpudding. Köstlich. Okay, Wackelpudding. Ah, der Kleine ist verliebt. Nein, so ist es nicht. Wir sind Freunde. Ah, ich habe das perfekte Rezept, um Freunde zu überraschen. Süße Pfannkuchen. Es ist ein einfaches Rezept, aber es ist einfach göttlich. Das hört sich gut an. Pfannkuchen. Koche ein paar Pfannkuchen, um Moon zu überraschen. Okay. Küche, Pfannkuchen. Ha, ich wusste, dass ich die Milch gebrauchen kann. Ich wusste es. Koch. Freigeschaltet, Koch. So. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Ich muss das erst Moon geben. Aber ich habe jetzt den Käse, ne? Ich habe jetzt den Käse. Deswegen ich die Sandwiches machen kann. Deswegen ich jetzt gleich Moon holen kann. So. Hast du sonst noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ich sehe nix. Sonnenblume. Naja. Was wollte der Typ nochmal haben? Gänseblümchensamen. Soll ich die denn hernehmen? Kann der Besuch endlich verschwinden? Ich mache einfach das, was ich immer mache, wenn ich warte. Steine sammeln. Damit ich sie teuer an den Piraten verkaufen kann. Der Typ ist doch ein Depp. Ganz ehrlich. Der kauft Steine. Wie doof muss man eigentlich sein, um Steine zu kaufen? So. Kann ich sie jetzt rufen? Okay. Hey. Die Sandwiches sind fertig. Los geht's. Wir reisen nach Ancora. Das riecht toll. Arco, was hast du gekocht? Ich wollte dich überraschen. Das ist sehr lieb von dir. Lass mich mal probieren. Die Pfannkuchen sind unglaublich lecker. Danke, dass du dir so viel Mühe für mich gemacht hast. Rezept Brennstoff, oh? Okay. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Freunde. Aber erst in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.